Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne geht auf. Fleißige Bienchen sind am Werk. Und bauen immer noch an dieser verdammten Hütte rum. Grüßt euch mal alle. Wir sind immer noch hier am Haus. Ich glaube, hier unten Exosly, servus. Hallo. Mr. Woodruff. Hallo, grüß euch. Die bauen die Küche auf. Also die haben das vor, eine Küche aufzubauen. Mal gucken, was draus wird. Schauen wir später mal rein. Wir versuchen das. Wer blinzelt mich da an? Prinz. Lodge. Das ist unser Prinz Schnauzer hier. Der Lanzius. Oh, ich muss was trinken. Ja. Scheiße. Und da irgendwie die Sonne heute aufgeht und ich irgendwie 5 Euro dabei habe, habe ich gedacht, ich gehe in die große weite Welt und kaufe mir irgendwas. Ich kaufe mir ein bisschen Loot. Jo, auf der Map habe ich hier eine riesige Fläche ungenutzt. Aber Omega, du weißt, erst looten, dann looten. Und werde das nutzen und springe einmal hier runter und gehe ganz tapfer in die weite Welt. So. Buddy, wir machen hier weiter. Was hast du vor? Wo wollen wir die Küche hinbauen? Was brauchen wir? Also, Küche. Also ein Campfire würde ich, wie gesagt, oben draufstellen. Sieht sehr cool aus, aber was machen wir dafür? Liebe Zuschauer, wir nutzen jetzt auch mal die Taste U. Tut uns leid, aber wir können leider keine Gegenstände aus den Häusern mitnehmen, nicht so richtig. Deswegen nutzen wir das jetzt mal. Wir werden es nicht übertreiben, der Woody und ich. Wie gut, dass ich nicht da bin. Sonst hätte ich euch auf die Finger gehauen. Küche, wo ist Küche? Hast du was gefunden, Woody, bei diesem Ding? Ach, das ist bei All Blocks, oder? Mittlerweile Tag 5. Oh, wir würden schon mal 3, aber... Und endlich sehe ich mal wieder Zombies, ey. Na, das ist ja Wahnsinn. Nee, von den Löwen dachte ich nicht. Also da nur ein vielleicht irgendwo ran. Okay. Und diese, wenn du auf die anrichten, jawohl, wenn du die raussuchst, wenn du da ein Campfire oben draufsetzt, dann sieht es ja gut aus, finde ich. Probier's mal aus. Hau die also mal. Also ein Ofen würde ich, denke ich mal, schon machen, oder? Nein, so. Ich habe jetzt überlegt, weil da die Fenster sind, da werden wir lieber was anderes hier. Und zwar bauen wir die Küche da auf, wo... Kein Fenster. Wo läuft sie nur hin? Okay, einen Kühlschrank habe ich mit. Wo soll denn der hin, Woody? Was? Ein Kühlschrank? Doch, hier. Also, pass auf. Ich würde sagen, wir bauen hier die Küche auf. Hier. Ach, da hinten willst du machen? Ich dachte, hier ja, vorne so. Ja, wegen den Fenstern hätte ich mal, oder? Ach so, ja, du hast natürlich. Wobei, dieses, unser offener Herd so unter einem Fenster sieht auch gut aus, oder? Aber wenn du denkst, da hinten, dann machen wir es da hinten auch. Schöner Rucksack. Coole Knarre. Aber wenn du direkt reinkommst bei der Tür und da ist gleich die Küche, ist das schön. Ja, heute haben wir ein paar mehr Zombies. Machen wir aber hier so anrichten lang, oder? Das ist ein bisschen lang, oder? Das ist auch blöd. Na, macht mal, das sieht aus. Der Woody, der hat ein Haus, der weiß, wie es schön aussieht. Hast du schon mal beim Woody zu Hause? Nein, aber ich nehme das jetzt mal an, das ist schön. Das denn? Das ein sehr gemütliches Haus hat er. Schnucklig anzusehen. Wir brauchen keine Tankstelle im Haus. Moment, warte mal. Lass mal stehen. Da muss ich unbedingt. Lass bitte stehen. Oh mein Gott. Also. Das ist nicht dein Ernst, oder? Leute, wenn ihr wissen wollt, was da abgeht, unten in der Videobeschreibung, schaut mal rein beim Exosly. Das muss ich mir auch später mal angucken. Oh mein Gott. Das... Okay, das ist in der Küche wichtig, das sind zwei Sachen. Links ist quasi Gemüsesuppe und rechts ist quasi Fleischsuppe. Mhm, ja. Und jetzt, okay, geil, ich frag gar nicht erst. Gut, ich hätte Woody nie diesen Debug-Modus zeigen dürfen oder diesen Cheat-Modus. Oh, das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Oh, guck mal, hier sind Minen dabei, Woody. Wir können im Haus Minen legen. Wollen wir die verstecken? Nein. Nein. Richtig. Sprech mal Machtwort hier. Ne, wir wollen ja nur die Küche rausnehmen, Woody. Das ist alles zu schön hier. Und ein paar Couch und Scheiße. Straße. Tisch und Stühle, genau. Ich find's nicht. Straße. Gehen wir mal die Straße lang. Schreibtisch und Chair. Iron Desk. Ich will keinen. Ah, warte mal, für den Lagerraum können wir doch diese Lagerbretter nehmen, Woody, aus den Häusern und dazwischen die Kisten stellen. Was hältst du denn davon? Sieht bestimmt cool aus. Hm? Zimmer jetzt neu, wegklopft das gleich. Bitte was?
schauen wir uns das gemeinsam an. Wollen wir denn Lagerraum und Küche auf eine Ebene machen, Buddy, oder das versetzt machen in der Höhe? Maiskörner gefunden. Oh! Dicke Supply. Saugeil, saustark. Ich glaube, wir waren Airdrop runtergekommen. Cool. Nimm doch mal diese Tanksäule jetzt weg hier. Ich habe hier schon mal. Wo soll denn die Spüle hin, Buddy? Ich habe hier eine Spüle. Soll die unters Fenster? Au! Alter! Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. Da kann ich nichts dafür, da sagt, ich soll sie wegmachen. Aber nicht so. Dann hättest du sie selber weggemacht. Mein Gott! Welcher ist mein Rucksack? Ich bin auch tot. Ist Jungs, denn da einer gestorben gerade? Bitte merken zwei. Tanksäulen nie zerschlagen. Das gibt böse Aua. Jetzt überleg dir mal ganz logisch. Du haust an die Tanksäule gehst und rausschlägst. Oder mit dem Hammer drauf haust, wird da irgendwas passieren. Also im echten Leben wird wahrscheinlich nichts passieren, weil ja da nicht genug Gas da ist. Habe ich einen Tank eingebaut? Nein. Ja. War ja im Prinzip nur für dekorative Zwecke. Woody, der hintere ist meiner, der, wenn du reinkommst, der erste ist gleich deiner, glaube ich. Der okay. Ja gut. Also gleich zur Tür. Ist ja auch die Kruxlanze, wenn du auf dem Auto schießt mit halb leeren Tank, muss es nicht explodieren. Also wenn du auf den Tank schießt. Wenn du Leuchtspurmunition hast? Ja, es muss genug Funken geben, das Gas muss gut verteilt sein, sonst geht's nicht. Der Hollywood ist immer sehr übertrieben. Doch, der erste sollte meiner sein, der da. Ja, ja. Der hintere müsste meiner sein. Wieso liegt denn hier vorne so ein Ding? Der Lanze leicht verbaut. Lecker. Ja, der Lanze sich nicht leicht verbaut, aber damit er auf die Mauer kommt. Das ist sehr clever von dir. Oh, alles zerstört hier, Woody. Toll, das machst du jetzt wieder ganz. Haben wir die Waffen? Sind die jetzt weg, ey, oder was? Ich war gerade gesättigt, ich hatte gerade genug Energie. Nö, Woody, natürlich. Oh komm, sterb mal einfach mal. Jo. Ja. Viel Energie und gesättigt sein ist auch fehl am Platz hier. Ja, das brauchen wir überhaupt nicht. Nö. Das wird auch total überbewertet. Irgendjemand hat zu mir gesagt, mach doch das Ding weg! Bräuchten mal langsam wieder Essen von drüben. Wir müssen die Küche fertig machen, dass wir hier lagern können. Den Kühlschrank haben wir schon mal. Schauen wir jetzt erstmal einen Kaffee rein, damit ich ein bisschen schneller laufen kann. Ich fresse jetzt mal meine Blaubeeren auf, weil ich nichts mehr zu essen habe. Hast du noch so ein Wenigstu für mich, Woody? Ich hab noch Gulasch für dich. Gulasch? Oh, lecker Gulasch mit Klößen. Gib her das Zeug. Da. Bitte schön. Dankeschön. Oh, wieder voll. Mm. So, jetzt bräuchte man wieder Medikit. Tot. Cool. Bist du tot? Nein. Das Reh soll tot sein. Pass mal auf, du stickst dann. Aber wenn du zurückkommst mit Fleisch, bitte hol alles aus dem Haupthaus auch. Dass wir dann was braten können. Die Küche dürfte dann, denke ich mal, hoffentlich. Muss ja erstmal. Ich wollte schon kaputt schlagen, das Reh. Ich muss ja erstmal ausnehmen, das Tier. Ja, du stinkst dann aber auch. Das Fenster habe ich auch kaputt gemacht. Ja, warte mal. Ja, die Knochen brauche ich nicht. Gegen den Fenster. Okay. Lanze, pass auf nicht, dass Woody wieder die Tankstelle gesetzt hat. Oh, die ganzen Wände sind kaputt. Ach du Scheiße. Sorry. Ja, ihr macht wie stabil es ist. Also nur Quatsch macht ihr. Endlich. Dank meines Versuches. Nein. Mist. Der verrückte Professor Woodruff. Dr. Jekyll, Mr. Hyde ist das. Ja, machen wir das mal ganz. So, wie wollen wir es jetzt bauen, Woody? Der Kühlschrank soll direkt neben das Fenster oder weiter hinter genau. Der Ecke? Genau, mit dem fangen wir an mit dem Kühlschrank. Ja, dann bauen wir ab mit der Spitzhacke. So, dann habe ich eine Sink, also quasi eine Spüle. Die würde ich unter das Fenster setzen, dann vielleicht noch eine so, zwei so und dann den Kühlschrank. Den Dings drauf hauen. Da, der weiß, der was dann passiert. Der weiß. Der explodiert nicht, keine Angst. Habe ich schon mal gemacht. Genau, du weißt da Bescheid. Omega. Ja. Du bist heute so nett. Ich werde so langsam wieder wach. Ich werde so langsam wieder wach. Nicht gut.
Nicht gut? Jo. Doch, ich brauche Loot. Du brauchst Loot? Das ist gut. Nicht direkt neben das Fenster, wo die, oder? Nein, nein. So drei daneben, dachte ich vielleicht, so der Kühlschrank, oder? Ja. Dann setze ich die Sink unter. Ja, wie du willst. Da. Kannst auch mitentscheiden. Das reicht, das ist gut. Die Sink unter das Fenster, oder? Ja, was meinst du? Hau rein, stell sie mal. Ja. So, dann müssen wir noch die Schränke jetzt aus dem Menü raussuchen, die anderen. Damit wir die Küche aufbauen können. Tja, wo lang jetzt? Guess. Was haben wir denn? Eins. Oh, da kannst du gerade Rechenteile verteilen. Okay, das lassen wir lieber. Ja, nicht viel los hier. Keine Häuser, keine Stadt, kein nix. Nichts, ne? Vielleicht findest du ein schönes Landhaus. Oh, ein paar Zombies habe ich gefunden. Oh, wir können auch für die Tote mal Grabsteine verteilen. Gibt's auch in dem Menü. Können wir uns einen Friedhof machen. Ich glaube aber, das wäre jetzt leicht problematisch bei unseren Toten. Krankenschwester Monika. Fast 200 Grabsteine. Schon viel. Achso, wenn wir einen Weg bauen, es gibt in dem Menü auch Straßenlampen, die können wir alle nicht so abbauen, als wenn wir es ein bisschen hübsch machen wollen. Okay. Wir brauchen die. Hast du die Schränke schon, Buddy, oder muss ich die noch rausholen aus dem Menü? Ich muss nur rausholen, ich suche es gerade, aber ich finde sie nicht. Ich glaube bei All Blocks auf Seite. Ne, das ist Granite Brick. Warte mal. Scheiße. Ah, warte mal, wir können natürlich auch auf Seite. Warte mal. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Seite 4? Liest du gerade ein Buch? Nein. Seite 5, Buddy. Ja. Da ist so eine rote Sink unten. Wir können die Küche auch mit rotem Holz machen. Die ist halt neu. Findest du denn schöner? Das oder diese Old Sink? Also dieses alte Material oder? In der WG, das sollte alles ein bisschen versiffter aussehen. Okay, dann nehmen wir das Versiffte. Sehr gut. Wir wollen es ja realistisch gestalten. Gut. Wo ist denn noch der Block? Ich hab das da vorne gesehen. Ich find's nicht mehr, wo die. Müsste Cupboard oder so ähnlich heißen. Desk, guck doch mal nach Desk. Ach ja, wir können ja auch eingeben. So, die oben ist ja ein Fenster zum Eingeben. Ne, das sind nur die Tische. Irgendwann werde ich noch zum Zombiejäger. Ah! Cupboard. Erstmal einfach Cup eingeben, Woody, und dann kommt es. Was nehmen wir denn da? Hardness? Oh, ein Haus. Ein Haus. Ein Haus. Mal gucken, was da abgeht. Ich glaube, wir nehmen das linke, Woody. Wenn du oben Cup eingibst, C-U-P, dann kommt das alles. Und noch ein Haus. Yeah, baby. Ah, ich nehme mal 5 raus und fang mal an zu setzen, ne? So wäre das dann. Ja, das ist doch anders gut umgedreht. Ja, dann müssen wir nur irgendwie abgrenzen, dann auch die Küche wahrscheinlich mit Steinwänden oder so. Ja. Nachdem. Es gibt auch so ein Eckteil, was wir hier in die Ecke setzen könnten, wenn wir jetzt hier weitermachen, wo die zum Beispiel. Auch. Also wenn wir jetzt so weitermachen würden, gibt es dann auch ein Eckteil. Das könntest du mal aussuchen. Oh je. Oder ist die Küche dann noch zu klein? Wollen wir sie größer machen? Oh je. Reicht so. Eckteil vom Kopf oder was? Nein, gibt's nicht. Gab's eigentlich. Na, dann nimmst du das rechte Cupboard einfach hinten reinstellen, sieht doch keiner. Und dann machen wir dahinter eine Wand, da holen wir Lanzen nochmal her. Hier ist eine Party am Start. Und da passt das. So, für das Lagerfeuer muss ich natürlich das Zeug machen. Das ist doch schön. Ja. Lanze, wir wollen ja nicht alles hier aus dem Debug-Menü holen. Könntest du uns noch ein paar Cobblestone-Frames setzen? Wäre das möglich? Warum geht es nicht down, das Ding? Genau. Dann bauen wir die später. Warum gehen die nicht down? Platzpatronen nur drin, oder was? Wahrscheinlich. Wo die hast du das gesehen auf Seite 3? So rote Abwasserrohre, die kann man dann außen dran machen, unten in den See rein. Sieht bestimmt lustig aus. Ho ho! Kleines! Ach siehst du, ich wollte dir ja mal zeigen, wie diese Shelves aussehen für den Lagerraum. Warte, ich zeig's dir. Ey, der braucht 3 Schüsse, bis der weg ist. 3 Schüsse ins Gesicht. Dicke.
Nee, so ein dünner. Au, Scheiße. Mann, sind die aggro, das gibt's doch gar nicht. Aber warum? Achso, ja, das ist halt ein bisschen blöd, wenn es da Zwischenteil gibt, weiß ich nicht. Können wir dann später noch entscheiden. Okay. Ey, hat hier einer was verstellt an den Zombies? Ein Stühlering. Stühle? Dass die nicht kaputt gehen? Yes. Und ich versuche mal hier hinten weiterzumachen. Die Steine crafte ich natürlich jetzt selbst. Ich hol mir ein bisschen Bam. Stein. Hast du Stein für mich, Lanze? Übrig, so einfach normale kleine Steine? Sonst hole ich mir oben irgendwie in der Natur. Oh, das kannst du. Okay, da hole ich mir oben Small Stone. Hast du bis jetzt sehr schön gemacht. Cool, das sieht super aus. Das ist Wahnsinn, was die Dinge aushalten hier. Pflanze, Mensch. Wow. Und die Tür ist zu. Cool gemacht. Das ist ein dickes, fettes Lob. Mit Pfeil und Bogen sind die schneller down wie... Ja, sicher. Ich suche Steine, wo die für uns erkennen. Ach, hier oben sind Setzlinge, muss ich auch noch aufpassen. 4 Uhr durch, Mist. Welche Uhr? 4 Uhr durch, gleich 5. Ach so. La, 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 la. Ich weiß gar nicht, ob ich das pack nach Hause. Ach klar. Bin letztens auch erst 11:30 nach Hause gekommen. So. Woody, ich bin wieder... in die Küche, die Couch? Nein, das ist das Herrenzimmer. Wie du siehst, ist auf der Seite der Waffenschrank. Das ist für den Felix. den wollte man nicht selber produzieren. Also egal. Ist ja nicht so schön. Unser Admin wird es verzeihen. Uiuiui. Ach, den kann man auch selber bauen? Okay. Ja, den kannst du selber bauen aus Eisenbahn. Da musst du, glaube ich... Warte mal. Wenn du zufällig Eisenbahn dabei hast, glaube ich, du musst 2, 4, 6, 8, 10 Eisenbahn so in einem Rechteck von oben nach unten setzen, dann müsst ihr gehen. Okay. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Okay, jetzt müssen wir hier noch 2 Felder Durchgang, würde ich lassen. Oder 3 Felder. Woody? Ob ich mich hier irgendwo einbauen kann? Haben wir so einen Gang. Ich glaube, ich muss mich hier einbauen. Kannst du das noch hier einmal wegnehmen? Also ich würde es hier noch einmal wegnehmen, dass links und rechts ein Feld frei ist. Dann setze ich hier die Sticks dran, oder? Dann haben wir so 3 Dinge, dann da über Ecke dann wieder die Couch. Achso, dann reißen wir. Würde ich sagen. Also wär doch cool. Und dann hier lässt er halt hier von dem, aber wo der Gang ist. Kein Eckstück. Achso, warte, das habe ich. Das ist das Zeug, was wir zuerst in der Stadt mitgenommen haben. Ja, wir haben ja ein bisschen was mitgenommen. Genau, liebe Zuschauer. Was die kreischen hier. Je. Ich hab das wieder lieb. Ah, okay, jetzt bitte. Ich habe auch noch ein Mittelteil und eine Lehne. Und dann würde ich sagen, bis hierhin maximal. Das dann halt auch so durchkommt. Jetzt nur eins dran, genau, und dann die Lehne. Super. Was die rumkreischen. So. Und dann müssten wir dann hier einen Fernseher anbringen, neben Waffenschrank. Sieht komisch aus, aber okay. Waffenschrank können wir auch in den Lagerraum stellen. So. Ich mal die Küche weiter, ey. Ihr baut an der Küche, mal, an den Häusern. Zu kurz hier, guck mal. Was? Und ich sterb hier gleich. Küche hört hier auf. Warte mal. Ich hab nur so ein Mittelteil. Ach Mist. Ich hab ja noch so ein Teil. Gleich weiter. Bam, jetzt hat er mich schwindelig geklopft hier, der kleine Scheißerl. So? Hier, Missy. So, nicht mit mir, bitte. Missy, so, nicht mit mir. Hast du eine Frau getroffen, Amiga? So. Der Ausgang ist fertig. Fertig? Okay, passt. Ach, warte mal, brauchen wir dann eine Antibiotika oder Painkiller? Antibiotika brauche ich. So. Machen wir uns so ein bisschen Zeug rein und dann geht es schon wieder. Und? Ich bräuchte mal einen Lehnenteil, Woody. Ob wir das Ganze hier überleben hier draußen? Oh, ist schon vorbei? Ja, ist schon wieder vorbei. Ja, ist schon wieder alles vorbei.
ob die Leute hier Bücher lesen wollen hier draußen oder ob die mich killen wollen, keine Ahnung. Hier muss noch die Lehne dran, Buddy. Ob die Lehne das schafft, fertig zu werden. Ich verpiss mich mal hoch aufs Dach. Für heute Nacht, glaube ich, ist das der beste Platz. Wenn ich's schaffe. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Schreibt mal wieder was in die Kommentare. Die sind nämlich ein bisschen leer im Moment. Also haut da ruhig mal ein paar Fragen rein, ein paar Anregungen, Kritik, wie es euch so gefällt. Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die mit IKEA und Co. Macht's gut und haut rein. Tschüss.